Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind auf der Zinnetra. Immer noch. Und ja, wir haben die Generatoren kaputt gemasht und jetzt habe ich schon ein bisschen hier aufgelevelt. Und damit machen wir jetzt weiter. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen besser hinsetzen, weil so geht das ja wohl überhaupt nicht. So. Objekt laden, wir kriegen nichts. Wunderbar. Waffen laden, wir kriegen nichts. Die ganz kleinen Dinger, die geben jetzt so gut wie gar keine Bonus mehr. Der Häcksler. Der Häcksler. Okay. Metall. Davon musste ich gar nichts in. Oh Gott. Und ja. Level 62. Na klar. Titel müssen wir schon mal haben hierfür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sagt, das kriegen wir auch noch gleich auf 60 mit ein paar Kreis. Die Dinger hier. Fische hatten wir gar keine, stimmt. So, dann tun wir einen hier rein schon mal. Für 59. Dann, nein, du hast schon genug. Du hattest heute schon genug, Mann. In dem Waffenladen 1, 2, 3, 4. Ja, komm, haben wir die auch auf Level 60. Objektladen, Waffenladen, habe ich auf Waffenladen gesagt. Bling, Objektladen und Rüstungsladen, Investor. Ja, ich sollte vielleicht auch ein paar Sachen kaufen. So, was haben wir denn hier? Wir haben. Ich muss erst mal gucken, was haben die alles ausgerüstet. Nein, nein. Du hast auch hier so Dinger. Kauf mal hiervon zwei. Beide ausgerüstet natürlich und schon direkt wieder hochgelevelt. Danke. Boah. Direkt Spiel neu laden und so. Wow, komplett. Was ist das denn für ein Name? Scheint übertrieben, ist aber absolut notwendig. Hexenkleid. Nein, Lise ist keine Hexe. Aber sieht schön aus. Oh Gott, ich weiß doch gar nicht mehr, wer hier Reif alles aus. Boah, ich weiß auch gar nicht mehr, wer Reif hier ausgerüstet hat. Mila und Lea. Dann geben wir eins. Boah. Ja, falsch ausgerüstet, ey. Ein Helm. So. Was soll das? Du sollst das nicht Dingens geben, du sollst ihm Tigermütze. Was? Was? Egal. Wie sieht das denn aus? So, was noch? Bänder müsste sie, ja. Ein Glückshut. Ja, jetzt hatte ich auch irgendwie. Ach, egal. Du hast einen Mantel, ne? Kannst nur du ausrüsten, okay. So, dann erstmal den ganzen Mist hier verkaufen. So. So. Dann noch ein paar Waffen holen. So. Was hat sich denn da geändert? So, was haben wir denn hier? Wow. Liegt schon verdammt lang hinterher. Hier, nimm das. Ach nee, ich glaube, ich habe noch schwächere Ausgerüstet gehabt. Wegen diesem Schneegebiet, genau. Wow. Boah, irgendwie hat niemand hier Waffen nötig. Aber was soll's. Der Häcksler. So, Waffen behalte ich natürlich, wie immer. Und dann würde ich sagen, speichere nochmal kurz. Blind. Boah, so viele Spielstände von der Sinetra. Haben wir schon 5 Minuten um und gehen wir in den Kontrollraum. Und wer, da kommt kein Boss. Ich habe mich jetzt voll ausgerüstet.
Also wer? Und ich hätte mir vielleicht ein Gericht holen sollen. Für was weiß ich, was jetzt kommt. Ich habe nur ein Gericht drin. Nehmen keinen Bonus, einfach nur so galt mehr. Das reicht schon. Ab in den Kontrollraum. Okay, da kommt kein Boss. Muss eigentlich. Es kämpft für nochmal gegen Gaius. Das muss jetzt kommen. Ach, da ist noch ein Speicherpunkt. Ich habe gerade gespeichert. Noob. Was riecht jetzt schon erst recht nach einem Bosskampf? Wäre das jetzt irgendwas okay? Na, ah, verdammt, HP. Also wer in irgendeine Schatztruhe hier ist, irgendein Ausrüstungsgegenstand, für den ich gerade Geld investiert habe. Dann setzt es was. Njom. So, wer möchte jetzt eins aufs Maul bekommen? Ich habe noch 10 Minuten. 9. Upsala. Da hockt schon jemand. Wer könnte das sein? What a pleasant surprise. How considerate of you to deliver Maxwell right to me. Tell me, Alfred Vincent. Why is it that you have betrayed us? It's simple. Because the truth is I've always despised. Du hast Alfred? I see. So you're prepared to spend the rest of your life in Risa Maxia. Like that matters to me. Oh, oh Gott. Celsius, oder? I see, so you're Maxwell. You are quite a bit different now. Be quiet. Who told you to speak? Yes, Master. What the heck was that? Why are you taking orders from that big jerk? It's only natural for tools to obey their wielders. The only tool here is you! Spirits and humans are supposed to live in harmony! My servant here is hardly your garden variety type spirit. She's actually a Spyrite. What? We used boosters to recreate the spirit Celsius from the spirit fossil in which she lay dormant. She is the physical manifestation of a spirit art itself. So now you're using the Spyrite's mana to perform arts? And that's why she's a tool. Does it all make sense now? How could you? You're despicable! So that's why you took Tipo's data? How could you do that to him? Little lady, I need to personally thank you for that. You told us precisely how to give birth to the Spyrites. And how to turn Risa Maxia into energy. I take it those aren't tears of joy, little lady. How can you be such a monster? Conductor, I thought the curtain closed on your career long ago. Why insist on an encore even now? I'll have you know that I'm as stubborn as my king, Gilland. And I'm not about to forgive you for toying with his life. We won't lose to you. No way! Is that supposed to frighten me? You really should know your place, boy. You don't have the power or ambition to make good on such threats. You, of all people, have no right to talk of power or ambition. But you know, you use them both for your twisted objectives. I have little interest at all in continuing this conversation. But answer this one question. Do you know the difference between you and Jude? As if I care. As I thought.
And that's exactly what makes you a fool. The Lance is spooling up to absorb more mana. Come, Maxwell. I'll allow you to live. However... the rest of you will die. I will protect all in Risa Maxia. Da werden wir ja mal sehen. Ja, aber ich würde sagen, innerhalb von 5 Minuten traue ich mir nicht zu, ihn zu plätten. Deswegen mache ich hier mal eine ganz kurze Folge und wir machen den Kampf dann im nächsten Part. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns ja im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Tschüss.